RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Mensch, wo bleibt denn die Kleine nur wieder? Mensch, einmal im Jahr geht die Kleine von der Schule abholen und da kommt sie ewig nicht. Hey, da wird doch nicht schon wieder nachsitzen müssen. So, noch 2 Stunden, dann ist große Pause. Gut, dass ich dann fertig bin mit Putzen. Es muss ja nicht sein, dass mit die Kids hier sehen, so wie ich putze. Mann, Mann, was man nicht alles für eine Frau macht. Moment mal, die Stimme, die kenne ich doch. Hey, die kommt mir doch voll bekannt vor. Du hier, Lenny, du alte Hupe, hey, was geht denn mit dir? Du stehst hier rum mit einem Mob, einem Eimer, Putzklamotten an. Hey, hast du Sozialstunden bekommen oder was? Boah, Mord, was machst du denn hier? Ich dachte echt nicht, dass ich dich hier mal treffe, Alter. Mann, ich dachte, du gehst nie wieder in die Schule. Und nun stehst du vor mir. Mann, was für ein großes Kino. Was, großes Kino? Hier? In der Schule direkt? Ich glaub's ja nicht. Kino, PC, Internet, Turnhalle und echt ein Kino? Die haben hier echt aufgerüstet. Ich glaub, ich geh doch noch mal in die Schule, wenn's hier sowas gibt. Ach Quatsch, Alter, hier gibt's kein Kino. Man sagt das doch nur so. Aber egal. Jetzt, was ist denn nun? Was treibt dich denn hier hin um die Zeit in die Schule? Dachte schon, ich sehe Geister, so wie damals in England. Was ich hier mache? Gute Frage. Frage ich mich auch hier gerade. Ich will hier ein Eis lecken. Nee, Spaß beiseite. Ich soll Jenny abholen. Die will nachher nach der Schule noch zu K&M sich was leisten. Also soll ich sie hier abholen und ich gehe dann mit ihr shoppen. Mohat, wir haben es 10.30 Uhr. Die Schule geht bis 13 Uhr. Wenn alles gut geht, ich weiß echt nicht, wie du damals Schule hattest. Aber scheinbar nicht so wie die normalen Leute. Naja, was soll ich denn jetzt hier machen? Damals gab es Unterricht bis 12 Uhr und ich habe die letzten 4 Stunden standardmäßig blau gemacht. Sozusagen ritualmäßig. Du fällst mir wieder ein, du warst ja so ein hochbegabten Dings. Ja, aber auch Jenny scheint das nicht abgefärbt zu sein, oder? Klar, das zeigt die nicht so. Aber da du sagst, dass die erst um 13 Uhr Schicht haben, habe ich nur noch fast 3 Stunden Zeit. Was soll ich in der Zeit machen? Und Werner steht auch noch draußen. Naja, du könntest mir beim Wischen helfen. Ich wollte mir gerade eine neue Wischmischung machen. Also, kannst du mitmachen, wenn du willst. Klar, was soll ich machen? Bin ich bei. Aber wieso wischst du hier eigentlich? Eigentlich ist das der Job von Gabi, von meinem Liebchen. Aber, ja, das macht die hier nebenbei, sauber. Und heute hat die einen Termin und hat die gefragt, ob ich hier helfen könnte. Da habe ich gesagt, ja, Lego, bin ich dabei. Apropos bei du, Mohat, renn mal in den Keller. Da steht ein Sachs von Weißer mit Wischmittel. Füllst du dir ein bisschen was in den kleinen Eimer und dann kannst du mit dem tiefen Reiniger mir helfen. So, der Lenny will also bei Gabi landen. Du alter Schwerenhüter, du. Aber egal, ey. Ich düse mal runter, ne? Na, 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 na. Hopf. 2 links, 3 rechts und zack, da sind wir schon angekommen. Mal sehen. Weißtüte steht da unten. Weißer Mini-Eimer, dann da hinten. Den nehme ich mir mal. Zack. Und dann fülle ich mal ein bisschen was von dem Zeug hier ab und rein damit. Und dann geht's schon wieder hinauf zu Lenny. Der wartet sich ja schon. So, da ist er wieder. Und hier dein weißes Zeug und so. Danke, Alter. War's ja flott. Hätte ich gar nicht gedacht, dass du den Sack so schnell runtergeholt hast. Naja, hau das Zeug mal in den Eimer und dann rühren wir mal rum und zack, nochmal rummischen und mal gucken. Wie, was runtergeholt? Nee, der Teil stand auf dem Fußboden, aber sieht voll krass aus. Kommt mir irgendwie bekannt vor, Alter. So, Lappen rein noch in den Eimer. Ja, mach mal einen Lappen rein. Das weiße Zeug dazu kippen. Dann ausringen, ja, und dann auf den Fußboden legen, wa? Genau, Lappen rein, dann ausringen. Wow, sieht zähflüssig aus. Mensch, das soll Tiefenreiniger sein. Sieht aus wie der neue Tapeten-Schnelltrockenlein, den ich letzte Woche noch benutzt habe. Ach, egal. So, nun raus damit auf den Boden. Und, Lenny, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, ich weiß, dass ich so heiße. Was denn los, Mord? Was machst du da? Für komische Verkrümmung. Lass doch mal den Lappen los, doch. Mann, ey, der muss am Boden liegen. Haha, Mr. Witzbold, ich klebe hier fest, Mann. Weiß auch nicht, was da in dem Zeug drin war. Hey, Kleb, hilf mir mal, du Sack. Ich bekomme hier meine Hand nochmal von dem Lappen los und der Lappen klebt wie Sau am Fußboden. Das gibt's doch nicht. Ach du Scheiße, Alter. Warte, ich zieh mal an dir. Hau, Rock! Hau, Rock! Nee, das wird nix. Warte, ich hab ne Idee. Genau im Eimer, ja. Da ist Reinigungsmittel. Das sollte ja den Leim lösen. Ich nehme mal eine Handvoll und löse den Mob. Nee, Lenny, nee. Du bist doch echt ein Held, ey. Ich sag noch, da ist irgendein Leim drin in dem Eimer. Mann, und nun kleben wir hier beide fest. Sozusagen geleimt. Oh, da bist du doch mit Leibejacke. Mensch, so eine Scheiße, Mohat. Du hast sicher den falschen Sack ermittelt. Den mit den Tapeten schnell trockenleim. Das Waschmittel stand hinten. Und nun kleben wir hier fest. Mann, Mann, du bist ein richtiges Kind. Oder Werner, genau, Werner. Steht da doch noch. Ich rufe den einfach mal. Werner!
Meinst du, ob das hilft? Der würde uns in seinem Wahn die Hände abhacken. Boah, Mann, hätte ich nur selbst diesen Spezialreiniger geholt. Nun müssen wir uns auf den Irren verlassen. Ganz genau, so ist es, Werner. Und nein, Werner, nicht mit der Axt. Nein, nicht mit dem was. Werner, nein, nicht das Zeug aus dem Eimer nehmen. Mann, was bin ich von Leuchten umgeben. Nun klebt der Werner auch noch fest. Nee, ich glaub es nicht. Der eine Held mixt mit dem Schnellkleber im Eimer. Der andere Held versucht mit dem Schnellkleber aus dem Eimer uns wieder loszumachen. Was für Lachnummern. Ja klar, wer ist denn zuerst auf die Idee gekommen, mit dem geleimten Wasser im Eimer den Leim zu lösen, mein kleiner Held? Jetzt wird nur noch das Stundenschluss klingeln und der Tag ist perfekt. Berlin. Du bist so wunderbar.